Guten Morgen. Ja, ich bin schon wieder ein Stündchen unterwegs. Wir haben jetzt 4.30 Uhr. Ankunft 7.30 Uhr. Ja. Habe ich ja ein bisschen Puffer. Also, alles schick im Moment. Gestern mich noch mit zwei Kollegen ganz gut unterhalten. Wir haben uns da ja einen Parkplatzknäuel zurechtgebastelt, damit der eine Kollege da auch noch reinkam. Und da ich ja nur einen 20er hinten drauf habe, also ein kurzes Chassis, passe ich nun mal in kleine Lücken rein. Und so konnte er sich dann da auch noch vernünftig hinstellen. Da ich der Erste war, der heute Morgen raus ist, haben wir das natürlich so gemacht, dass der Erste und dann der Zweite auch ohne Probleme da rauskommt. Und die schöne E-Ladesäule haben wir natürlich freigelassen, die da steht. Hätte da jetzt heute Morgen natürlich einer gestanden, dann wäre das ziemlich eng geworden. Aber war ja nicht. Und wenn, dann hätte ich ihn gebeten, einmal kurz auf Seite. Fertig. Willkommen auf der A7. Bis hierhin konstant durchgezogen. Naja. Kilometern bleiben Sie links. Ja, nicht wie beim letzten Mal, nichts los. So muss das sein. Sonst wäre es ja kein Elbtunnel. Ach ja. Ich bin am Überlegen, ob wir sie mal alle wach machen. Aber nee. Da gibt es so ein schönes Kurzvideo auf TikTok von. So ist das doch viel schöner. Kann man sich den Elbtunnel in Ruhe mal angucken. Warum geht denn mein Scheibenwischer, wenn es hier drin regnet, wie im Wesertunnel, wenn es hier drin regnet, dann hätten wir ein ernsthaftes Problem. Thank you.
Elbtunnel die erste. Hier drin geht er auch. So typisch. 5 Kilometer hier dran vorbeischleichen und dann auf dem letzten Drücker sich hier reindrücken und hier dann die Staus verursachen. Wieder dieses Hirnlose. Ich könnte ja eventuell 3 Sekunden schneller sein. Ja, so geht Elbtunnel mit 20. Ich könnte kotzen. Ja, Container darf im Übrigen nicht ins CTA, hat er mich gerade angerufen. Schiff kommt 3 Tage später. Also sind sie jetzt gerade am Wursteln wegen einem Zwischendepot. Ja. Von mir aus kann er mir auch schreiben, nimm ihn mit nach Hause und bring ihn Montag hoch. Weil regulär sollte das Schiff am Sonntag kommen. Jetzt kommt es erst Dienstag. Das heißt, Montag dürfte ich anliefern. Ach ja. Wahnsinn, 30. Spritschonend. Oder auch nicht. Die Röhre ist ganz schön schwarz. Kann man ja nicht anders sagen, ne? Ja. Ich wollte kein Foto machen.
Die hätten ja auch mal putzen können, also wirklich. Naja, wenigstens fahren wir jetzt mal 40. Fragt sich nur für wie lange. Aber gleich ist er eh zu Ende. Sei doch. Nach 2 Kilometern nehmen Sie die Ausfahrt 30 Richtung Hamburg-Waltershof. Was ist denn auf der Elbbrücke wieder los? Auf Köhle. Da muss ich zum Glück jetzt im Moment nicht rüber. Gerade ein Video mal für Insta fertig gemacht. Nach 100 Metern, scharf links, Altenwerder Damm. Scharf links, Altenwerder Damm? Wo hat der mich denn jetzt gerade gesehen? Naja. Was habe ich gerade noch gesagt? Bin ich ja froh, dass ich nicht über die Köhle muss? Ja, von wegen. Muss ich jetzt nämlich doch rüber. Jetzt war ich beim Wiegen. Brutto wiegt die Kiste da hinten, das kleine Ding, nur 3800. Das ist ja... ja, nix. Das ist weniger als nix. So. Und dann... geht der zu ALC, da kommt er jetzt ins Zwischendepot. Dann muss ich wieder über die Köhle. Aber ich habe heute alle Zeit der Welt, weil da nehme ich schon die Büchse für Montag auf. Und dreimal darf man raten, er bitte, heller. So, da allerdings Eurogate bis 21 Uhr rot ist, fahre ich danach dann da einfach mal hin, stelle mich da hin und warte, ob die Automatik dann umspringt. Ansonsten müsste ich den irgendwann heute Nacht rausholen. Müssen wir mal gucken.
Ups. Da ist der Reifenblatt. Das ist richtig gut am Arsch der Welt hier im Hafen. Aber hier ist die Brücke zum Glück wieder frei. Hier haben sie vor einiger Zeit mal die Asphaltdecke nur auf der Brücke neu gemacht. Und dann darfst du einen riesen Umweg fahren. Moin, moin. Schade, der hat immer noch zu. So, da hinten links muss das irgendwo kommen. Irgendwo. Die Schilder sind aber auch, ne? Oh, bald ist Ihre Telekom-Bestellung da. Das ist gut. Nach 200 Metern Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Ach, bei den Idioten ist das, ja. Hä? Hier darf ich gar nicht rein. Ach, ich muss da hinten rein. Das ist ja wieder geil. Ganz einfach. Kriege ich den hier gedreht? Klar. Klar. Sag ich doch. Mit dem 40er wäre das nicht gegangen. Aber mit dem hier. Ja, genau. Beim letzten Mal bin ich ja hinten rum rein. Ach ja. Würde ich mal sagen, bleibe hier mal einfach stehen. Ja. Also Automatik haben wir abgebrochen. Kriege ist meine Schichtzeit zu Ende. Und wenn ich das andere kriege, dann fahre ich zwar noch in Schichtzeit rein, aber ich komme da nicht mehr raus. Also jetzt abgebrochen. Und jetzt bucht er mich für morgen früh 3 Uhr. Einzige Möglichkeit. Reicht vollkommen, wenn ich da um 3:45 oder 4 reinfahre, weil Prio 2 ist ausgerufen. Ja, dann hole ich mir die Kiste morgen früh raus und dann ist gut. Dann fahre ich nach Hause. Ich stehe mal in Altenwerder auf dem Autohof. Der ist ja ziemlich bekannt durch Fernsehen und Co. Aber auch so unter uns hier. Und ja, jetzt haben wir 12:30.
Und ich würde mal sagen, Feierabend. Guten Morgen, Freitag, 3 Uhr. Ja, nachdem ich gestern Altenwerder Autohof richtig gut gestanden habe, duschen war richtig lecker, was gegessen habe, obwohl ich muss ehrlich zugeben, die Qualität war da mal wesentlich besser, was das Essen angeht. Da habe mich da noch mit einigen echt genial unterhalten. Ja, dann wollen wir diese schwere Büchse für Heller mal aus dem Eurogate rausholen. Und dafür, dass alle Slots rot sind, selbst jetzt zur Nachtzeit, es ist irre im Moment, ist hier irgendwie ja ziemlich tote Hose, würde ich mal sagen. Aber nun gut. So ist das jetzt eben. Aber ist auch ganz gut so. Oh, doch nicht. Oh, hier ist ja doch so ein bisschen was. Ja, aber alles im Grünen. Ah, nun gut, nachts lassen sie eben wesentlich weniger rein, das ist ja bekannt. Und es fisselt. Naja, wollen wir da erstmal rein, rausholen und dann mal weiter gucken. Nachts ist ja Leerchassis-Einfahrt immer zu. Da musste dann auch dadurch, wo du sonst zum Checker fährst, wenn du mit einem vollen oder so reinkommst. Normalerweise bei Leerfahrt musst du immer deine Karte vorzeigen und deinen Laufzettel. Und er so, steck weg, so Quatsch interessiert mich nicht. Was willst du denn sonst hier drin? Ja. Der ist immer gut drauf. Der macht nur nachts. Er sagte mal, das entspannteste Arbeiten, was du dir hier wünschen kannst. Ja, da nicht ganz unrecht. Aber dauerhaft nur nachts, nee, das wäre nichts für mich. Da musst du, glaube ich, wirklich, ja, für geboren sein. Weil du stellst hier eine Runde komplett alles um. Ah, nun gut. Ich kenne auch jemanden, nicht nur einen, aber ich kenne einige. Die eine, die hat nur Nachtpflege gemacht im Krankenhaus, auf der Kinderabteilung. Der nächste fährt nur nachts für DHL, aber direkt bei DHL angestellt. Ja, einen kannte ich, der hat mal Zeitungen ausgetragen. Ja, so, wollen wir mal hier Fuhre 1, Prio 1, Prio 2 ist um die Uhr, ach, ist überhaupt vollkommen uninteressant. So, das Chassis habe ich schon ausgefahren. Dann wollen wir mal. Das Neueste aus dem Verkehr. Ja, genau. Die 121.
sowas von schick. Ja, wollen wir mal. Ja, wir haben jetzt 8:30. Ich habe schon abgesattelt, getankt. Und da komme ich jetzt. Und den Haupttank habe ich noch für 1,449 voll gemacht. Okay, da geht noch was runter. Ja, und dann wollte ich meinen zweiten Tank füllen und dann sprang er hoch auf 1,52. Was eine Scheiße. Aber egal, ist nur der Nebentank. Da passte nicht ganz so viel rein, weil meine Nadel war noch einiges über Viertel voll. Deswegen. Ja, AdBlue wird auch immer teurer. Habe ich mich da vorhin in so eine Ecke reingequetscht und als ich dann abgesattelt hatte, dann fuhr hier vorne der eine weg. Aber so ist das eben. Hier, jetzt ist hier vorne nämlich links alles frei. Egal. Ich stehe jetzt hier ein Stück dahinter. Hier steht die Büchse. Also alles schick. Ja, dann wollen wir mal in Richtung Heimat. Ja, dann würde ich mal sagen, ist gleich Schicht und Wochenende.